Ich bin die Jessie. Das ist mein erstes Video auf YouTube. Bis jetzt habe ich Videos geguckt von ganz vielen Leuten. Fand die immer recht interessant und recht toll. Und habe mir am Wochenende eine Kamera gekauft und wollte es jetzt selbst mal probieren. Okay, ich wollte heute ein Video machen, was ist in meiner Handtasche. Ich habe eine ziemlich große von Coach. Das ist eine ganz tolle Marke, die mir ganz gut gefällt. Die Sachen gefallen mir immer ganz gut. Sind nicht so ganz günstig, deswegen habe ich sie im Outlet Store gekauft. Glück gehabt. Ja. Das ist ein Pink. Lachspink. Würde ich sagen. Okay, und die hat dann so Glasverschlüsse. Rechts, links, vorn, hinten, wie immer man das möchte. Das sagen möchte. Ziemlich viel Platz. Dann habe ich da vorne haben wir noch eine kleine Tasche. Aber da kommt eigentlich so gut wie nie irgendwas rein. Ist mir einfach zu klein, zu umständlich. Und da diese kleine Tasche. Ganz niedlich. Okay, dann schauen wir mal, was wir drin haben. Und zwar mal einmal diesen Geldbeutel von Picard. Kennt vielleicht jeder vom Kaufhof. habe ich vor ein paar Jahren gekauft. Tschüss. Einfach ein Geldbeutel. Fand ihn ganz nett behalten bis jetzt, weil ich einfach nicht so die Lust habe, ständig loszugehen und neue Sachen zu kaufen. Doch, neue Sachen schon, aber keine Handtaschen. Ich finde mal einfach keine Handtaschen. Das ist mein Problem. Dann habe ich Adressbuch. Da wechsle ich eigentlich auch nur jedes Jahr die Seiten aus, weil ich finde es praktisch, es ist eine schöne Größe für die, passt einfach für die Handtasche und Adressbücher sind ja nie jetzt so der Hauptkaufpunkt. Für mich sowieso nicht. Also haben wir das. Dann habe ich ein kleines Notizbuch. Ja, ich finde das ganz süß. Nur Kaffeebecher. Ich liebe Kaffee. brauche ich halt, weil ich ab und zu, wenn ich unterwegs bin und mir fällt irgendwas ein, dann muss ich es aufschreiben. Und deswegen habe ich das eben immer mit dabei. Meistens einen Stift vergessen. Aber dann haben wir Kaugummi. Sehr lecker. Rechnungen, Businesskarten, so Kleinigkeiten. Dann habe ich dieses Hand Sanitizing Spray. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe keine Ahnung. Ich wohne jetzt schon seit ein paar Jahren in den USA und habe halt manche Sachen, ich weiß sie einfach auf Deutsch nicht. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß noch nicht, wie es heißt. Und dann haben wir diese Minz, die sind in Morning Lichi. Lichi. Was haben wir denn da? Eine Lichi. Von Sonnali, wer es nicht kennt, gucken. Sehr schöner Film. was haben wir noch da drin? Tabletten. So sehen die aus. Nein, das sind weiße Tabletten. Die sind für Rückenschmerzen. Ich hatte welche von meiner Tochter vom Rumtragen und die vom Arzt bekommen. Man wird sehr müde davon. Nicht zu empfehlen. Dann habe ich meinen Schlüssel. Dann haben wir hier hinten eine kleine Tasche. Kopfschmerztabletten. Brauche ich immer. Dann haben wir ein paar Birds Bees Sachen. Die brauche ich. Sind sie super. Wir haben einmal den in Honey. Das ist eh mein Liebling. Dann haben wir was für die Sonne. Hier bei uns in Kalifornien scheint ständig die Sonne. Braucht man natürlich Protection. Der hat Lichtschutzfaktor 8 und ist mit Passionsfrucht sehr lecker. Und dann haben wir noch ein, das ist so ein Lipschimmer. Ich habe den gekauft und eigentlich nur zwei, dreimal dran gemacht. Der hat
Pfefferminzöl drin und das ist so, ach, das mag ich überhaupt nicht. Ich habe ihn trotzdem in der Tasche. Dann habe ich meine Sonnenbrille von Juicy Couture. Ja, das ist einfach eine schwarze, ein kleines Herzchen an der Seite, mag ich. Die sind sehr schick. Oh, das war laut. Okay, und dann habe ich mein Make-up-Päckchen. Deutsch und Englisch, ja, ja. Das sind so eine Sachen, ne? Also, das ist meine Make-up-Tasche. Ist nicht besonders spektakulär. Ich wollte mal eine neue kaufen, bin noch nicht dazugekommen. Wenig Zeit. So, und da drin habe ich eine Ringelblumensalbe von Töpfer. Die machen Naturkosmetik. Ich habe die aus der Not heraus mal gekauft und fand die super gut. Die hilft bei meinen Kindern genauso gut wie bei mir. Wenn man irgendwie was an der Haut hat, einen Pickel oder meinetwegen jetzt aufgerissen oder irgendwas, macht die drauf. Hilft sofort. Dann haben wir eine Handcreme vom Body Shop, die Almond Oil Daily Hand Nail Cream. Ich mag die sehr gern. Die ist nicht so teuer. Ich hatte vorher eine andere aus Deutschland, aber natürlich komme ich nicht immer dran. Deswegen habe ich jetzt die. Finde die ganz gut. So, dann haben wir ja das Mineralized Skin Finish von MAC. Das ist in By Candlelight. Sieht so aus. Leicht, ja, ist ein bisschen goldrosa. Habe ich einfach für Touch-Up unterwegs mit dabei. Ich mag das sehr gerne. Ja, immer viele Sachen. Dann haben wir noch ein paar Lippenprodukte. Und zwar haben wir einmal das Lipgloss von Dior in der Nummer 341. Es ist das beste Lipgloss überhaupt. Es ist so, ja, ist fast wie Lippenstift. Du musst nicht so oft nachziehen, du hast nicht dieses Gefühl von irgendwas auf den Lippen zu haben. Nicht so wie viel bei Lipgloss, wo das so ja, klebt und dann doch irgendwie so ein Gefühl von schwer. Finde ich gut. Das ist. So sieht's aus. Die Farbe da. Kann man ganz gut jeden Tag tragen. Dann haben wir MAC Dazzle Class in Baby Sparks. Ich finde das so ein so schönes Rosa. Mir gefällt das so gut. Das haben wir hier. Das ist das zweite. Und dann haben wir noch den MAC Lester Class in Love Nectar. Ja, war so eigentlich mein erster Lipgloss, den ich von MAC gekauft habe. Die hat mir den verkauft, wie, das muss man haben. Das ist unbedingt ganz wichtig. Ja, habe ich mir gedacht, okay, probieren wir es doch mal aus. Okay, und das ist der dritte hier. Ja. Schöner, natürlich. Und dann habe ich noch zwei Lippenstifte. Erst gekauft in den Kollektionen. Der ist von der Frühlingskollektion, die jetzt erst rausgekommen ist. Und zwar ist er in Beigeland. Ja, schöner Nude-Lippenstift mit einem leichten rosa Unterton. Okay. Und den habe ich jetzt übrigens auch drauf. Und dann haben wir noch den Viva Glam in Lady Gaga. Das ist die perfekte rosa Farbe, also gibt nichts Besseres. In den meisten Rosatönen sehe ich nicht so toll aus, wie ich finde. Ein bisschen roll, ja, kann man so sagen. Das ist der da. Ganz toll. Jetzt sehe ich meine Babysprache, ja, super. So rede ich manchmal mit meiner Tochter. Okay, das ist eigentlich alles, was ich in meiner Handtasche habe. Wenn es euch gefällt, subscribt, schreibt Kommentare, bewertet mich, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.